Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück, möchte ich ja schon fast sagen, oder herzlich willkommen überhaupt zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2, ohne unseren Truck, aber auch nicht ganz im normalen Modus. Nein, wir haben Multiplayer-Zeit. Zack, da seht ihr das schon, der Tionay fährt hier rum, dann steht hier der Rodrigo Marcelino rum, obwohl wir gerade in Duisburg sind, nur Italiener hier. Es gibt echt eine verdammte Multiplayer-Mod, die es hier ermöglicht, also die sich noch in den Kinderschuhen befindet, aber die es ja einfach mal ermöglicht, dass über 2000 Leute auf einem Server unterwegs waren. Ich kann mal eben so Players, da unten links seht ihr das. 2157 Leute. Ja, und wir sind hier mit einem neuen, frischen Profil unterwegs. Und ich würde einfach mal sagen, wir stürzen uns ins Getümmel und verpissen uns hier von dem Gepiepe. Das geht ja mal gar nicht. Wo war nochmal meine Hupe? Ne, das war das Licht. Da. So, habe ich gehupt. Jetzt gucken wir auch einmal wieder nach vorne. Nein, wechsel nicht die Kamera. So, och, ist das schon ewig her. Und jetzt blinken wir natürlich. Gucken mal eben, ob da einer ist. Auch mal eben mit der Maus. So. Ich hoffe, es ist alles soweit richtig eingestellt. Unsere Sichtachse haut noch nicht so ganz hin. Aber das geht auch. Ist ein bisschen langsam. Ich glaube, dann nehme ich vielleicht die Maus, um mich umzugucken hier. Oh, und dieses Gepiepe von den ganzen LKW, die sich im Rückwärtsgang befinden. Da hauen wir doch mal schnell von ab. Er hat auch seine Warnlichter an. Ja, und wir müssen eine Lieferung abliefern. Und zwar nach... Na, wie ging das denn nochmal? Nee, das war ja falsch. Genau hier. Oh, wir sind schon verspätet. Wieso das denn? Nächste Pause in 11 Stunden. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach Düsseldorf. Da können wir die einfach erstmal fahren. Ich weiß jetzt nicht, warum wir da schon verspätet sind. Wir standen da jetzt gar nicht so lange rum. Aber wir könnten den Auftrag eigentlich auch abbrechen und einen neuen dann nehmen. Weil für den kriegen wir dann wohl wahrscheinlich eh kein Geld mehr. Naja, ist egal. Wir fahren einfach mal und ich meine, verdammte 2000 Leute auf diesem einen Server, die, das ist unfassbar, finde ich. Also finde ich mal richtig geil. Dafür gibt es aber auch noch keinen Gegenverkehr, noch kein Verkehrsaufkommen generell. Sondern halt nur die 2000 LKW, die unterwegs sind. Es gibt auch wohl eine Art Report-System, falls dich einer wegrammt auf der Straße oder so, dann kannst du dir wohl melden irgendwie, aber das habe ich noch nicht, da habe ich mich noch nicht so weit mit befasst. Ich wollte jetzt einfach direkt mal ein Video hierzu machen, weil mich das so geflasht hat und ja, da kann man mal ein paar frische Eindrücke von mir da mitnehmen, habe ich so gedacht. Ja, jetzt machen wir erstmal hier die Karte wieder an, jetzt müssen wir hier rechts nämlich, so, und dann kommst du auch, ja, fahren wir mal ein bisschen über Rot, ist gar nicht so schlimm. Das geht noch so und dann so, genau, ja. Haben wir eine etwas größere Ansicht. Naja, Multiplayer finde ich mal richtig geil eigentlich. Und Fakt ist ja auch, dass jeder, der uns jetzt entgegenkommt, uns auch mal eben dick wegrammen könnte. Und wahrscheinlich verursacht das Ganze mehr Probleme, als es mit der verbuggten, mit der alten KI eh schon macht. Wir fahren ja auch in der neuesten Version vom Euro Truck Simulator und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da gar nicht mehr auf dem Laufenden, nachdem wir da irgendwie 150 Folgen abgerissen haben. Okay, es waren 120, glaube ich, ne? Hat sich da bei mir irgendwie der innere Schweinehund gemeldet und gesagt, nee, hast nicht mehr ganz so Bock. Und ich möchte halt wirklich nur Videos machen, wenn ich dazu Bock habe, weil sonst wird das alle nix, ne? Und auf Multiplayer habe ich richtig Bock, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Auch wenn jetzt wieder ein paar Updates ins Haus stehen, aber... Auf den Multiplayer habe ich richtig Bock. Ich habe vor lauter Freude auch mal die Geschwindigkeitsbegrenzung ausgemacht. Und das scheint echt zu funktionieren. Das ist ja super. Falls ihr dann auch mal zocken wollt, es geht nur über die Steam-Version. Sprich, ich mache einen Link in die Beschreibung, da könnt ihr euch das Ding runterladen. Und dann müsst ihr euch aber, um es runterzuladen, bei Steam anmelden. Und um es dann auch zu spielen, auch bei Steam anmelden. Ja, der hupt mich schön an. Sehr schön. Ich wusste jetzt gerade nicht, wo der Knopf für die Hupe ist. Ist ja auch egal. Solltet ihr eine Verkaufsversion haben, eine Box aus dem Laden, ist das auch kein Problem, da könnt ihr den CD-Key, der da hinten drauf steht, einfach bei Steam eingeben und ich glaube, der Punkt nennt sich Steam fremdes Spiel aktivieren und dann ist das ganz easy, weil, ja, ich weiß nicht, es scheint irgendwie darüber zu laufen, das Serversystem hier scheint über Steam nur möglich zu sein, aber es geht halt, wie gesagt, man kann da einfach die Verkäuferversion auch nehmen, huch, huppala, sind wir hier leicht ins Schleudern gekommen und haben uns jetzt richtig schön schlecht aufgestellt, so dass wir nichts sehen. Außerdem habe ich den Bloom-Mod, der diesen Bloom-Effekt hier reduziert, den habe ich noch gar nicht drin, fällt mir aber so ein. So, wir spielen mal eben den Spielverderber und geben uns mal diese Ansicht. Weil der steht da jetzt noch die ganze Zeit drin und wir müssen irgendwie hier warten. Ich will den natürlich nicht crashen, das ist klar, aber wenn er da jetzt nicht rauskommt, dann fahre ich da einfach rein, da kann ich ja nichts.
wollte schon sagen, der wollte doch jetzt nicht noch rein irgendwie. Wir gehen mal eben wieder zurück. Ab jetzt dürfte er das wohl hinhauen. Da haben wir die Spiegel. So, machen wir ein bisschen so und ein bisschen so. Und dann können wir hier schön Multiplayer rückwärts einparken. Ist doch herrlich. Zack. Und jetzt drücken wir T. Und dann haben wir das geschafft. Verspätet. Was? Kein Geld. Fortfahren. Ja, war ja irgendwie klar, dass wir uns verspätet haben. Und jetzt geht's hier nicht weiter. Hallo? Hallo, würden Sie bitte? Ja, hier ist gerade alles eingefroren. Schade, schade. Ihr seht einen kleinen Cut. Ja, neu geladen. Jetzt stehen wir hier irgendwie vor Düsseldorf, so wie es aussieht. Tatsächlich. Und wenn ich jetzt hier versuche, den Auftrag abzubrechen, dann haben wir eine Achtungsmeldung. Abbrechen Ihres Auftrags, Ihres ersten Auftrags nicht möglich. Dafür hätte auch niemand Verständnis. Ja, und jetzt? Ich kann doch jetzt nicht jedes Mal dahin, dann stütze ab. Oh, ich muss hier vor allen Dingen mal von der Straße runter. Natürlich, wir stellen ja hier alle anderen. Nicht, dass wir die Straße blockieren und... Ja, die Leute nicht mehr weiterfahren können. Ja, da bin ich jetzt mal ein bisschen überfragt, was wir da jetzt machen. Dann können wir anscheinend keine Aufträge so erledigen, aber ich würde sagen, dann fahren wir einfach mal so rum. Und, ja, gucken wir doch mal, ob wir uns... Pass mal auf, wir werden unseren Trailer erstmal los, aber auch nicht mitten auf der Straße. Sondern der kann hier so... Hier können wir den so hinstellen, würde ich mal sagen. So vielleicht. Zack. Ja, bisschen Sprungschanzmodus und jetzt haben wir hier den Trailer stehen. So. Können wir denn jetzt den Auftrag abbrechen vielleicht? Nein, dafür hätte noch niemand Verständnis. Wenn denn aber jetzt jemand haben möchte, den Trailer, bitte gerne abholen. Ihr wisst ja, auf welchem Server der jetzt steht. Beziehungsweise wo der steht in Düsseldorf. Das ist der europäische Server 1. Bitte schön abholen, ne? So, und jetzt können wir auch richtig Gas geben. Ich bin mal gespannt, was wir da machen. If you go any further, you will use your trailer. Be careful. Ja, finde ich doch gut. Mal gucken, was dann passiert. Dann müsst ihr doch eigentlich auch den Auftrag abbrechen. So, ich habe grün, ich wollte gerade sagen, ich dachte, der fährt mir jetzt hier in die Kandare. Genau, wir können mal pennen gehen. Oh, aha. Ah, alles klar, also das Spiel stürzt anscheinend ab, sobald es zu irgendeiner Art von Problem kommt, werden wir den Trailer loswerden. Ihr seht nochmal einen kleinen Cut. So, weiter geht's. Wir sind wieder verspätet natürlich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen. Wir werden auf jeden Fall unseren Anhänger behalten hier, sodass wir nicht zu weit davon wegkommen. Aber ich werde jetzt noch nicht nochmal versuchen, da den Trailer abzuliefern. Wir stellen uns vielleicht mal eben hier an den Rand. So. Ja, vielleicht mal ein bisschen weiter, damit unser Trailer da auch drauf steht. Ich hätte mir jetzt auch einen Parkplatz suchen können. Oder vielleicht ein Hotel. Oder. Aber jetzt gucken wir auf die Karte und checken mal, sehe natürlich, dass die Trucks im Map nicht drin ist. Ich habe das jetzt alles nur ganz frisch installiert und wollte unbedingt ein Video machen, weil ich Bock hatte auf Multiplayer. Und ich würde sagen, wir... Ja, scheiß drauf, wir fahren einfach mal. Wir können eh keine Route planen jetzt wirklich. Da würde ich sagen, setzen wir uns doch einfach mal in Bewegung. Und... Da, zurück auf die Straße. Ich meine, es fahren hier ein paar LKW ohne Anhänger rum. Das heißt, ich vermute... Boah, was ist denn hier los? Piep, 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 piep. Ja, das heißt, ich vermute, man kann es irgendwie doch schaffen, einen Auftrag abzuliefern. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wie wir das machen sollen. Deswegen fahren wir hier einfach mal links. So, da kommt ja natürlich keiner. Und ich verlasse mich jetzt auch auf die Verkehrsregeln. Ja, also wenn wir irgendwie einen Unfall bauen oder so. Wenn ich die Verkehrsregeln missachtet habe, ist das meine Schuld, ganz klar. Aber die anderen haben die natürlich auch einzuhalten und das fordere ich dann auch ein. Da bin ich mir auch nicht zu schade, deren E-Mail-Adresse rauszufinden und die zu Hause zu stalken. So, hier einmal schön anbremsen. Don't enter the dock to park. Use the side of the box next to the incoming car. Verstehe ich nicht. Wow, da ist einer. Hey! Du fährst falsch! Sehr gut. Ich glaube, da hackt. Sind wir hier in England oder was? This is Germany. Ja, Hupe und Licht sind anscheinend die einzigen Kommunikationsmittel, die wir so haben. Abgesehen vom Chat, den aber wahrscheinlich kaum einer kennt. Dafür müssten wir auch hier die ganze Zeit... Y war das, ne? Hallo? Oh. Und dann kann ich nicht fahren. Alles klar, auch sehr gefährlich. Aber eigentlich könnte man hier chatten. Wir sind Spieler 411 oder haben einen grandiosen Ping. Ja, dann machen wir uns einfach mal auf den Putt
und gucken herum, was die Multiplayer-Welt von Euro Truck Simulator so zu bieten hat. Ist natürlich nichts Offizielles und natürlich auch noch in der Alpha, deswegen die ganzen Abstürze sind vorprogrammiert und auch noch vertretbar. Es ist schon, ja, super gut zu sehen, dass hier alles synchron läuft, dass die Trailer synchron am Start sind, dass es auch Kollisionen gibt. Natürlich gibt's innerhalb gewisser Ladezonen, wo alle spawnen und so, natürlich keine Kollisionen, weil die sonst ineinander spawnen und krachen würden. Das ist natürlich klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber hier außerhalb kann man schon mal einen Crash bauen. So, wir fahren gerade 100. Sauber. Könnte nochmal einen Gang hochgehen. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich den Knopf finde. Ach, der habe ich nicht belegt für die Retarder-Modi. Doch, habe ich wohl. Alles klar. Ne, jetzt ist der Motor aus. Doppelbelegung. So, jedes Mal, wenn ich den Splitter umschalten möchte, beziehungsweise unsere Gangschaltung, dann machen wir einmal kurz den Motor aus. Ist ja auch mal was. Müssen wir gleich mal tanken. Wir haben 2000 Kröten, die wir nicht durch zu schnell fahren aufs Spiel setzen sollen, weil sonst geht uns nämlich immer die Kohle aus. Und ich gucke einfach mal, wie lange wir so rumfahren. Und mich wundert eigentlich, dass bei 2000 Leute, dass wir hier keinen sehen. Hier muss doch eigentlich überall, obwohl, das ist schon eine verdammt große Fläche hier im Spiel. Also es ist ja nicht so, dass man nur ein paar Meter abzufahren hat. Hier müssen wir mal schön fett in die Eisen gehen und das wird so auch noch knapp. Oh nein, die erste Kohle ist weg, weil wir über Rot fahren. Ja, oh, ficken. Naja, dafür fahren wir ihm hinterher, würde ich einfach mal sagen. Und ich hoffe, dass wir hier keinen abschneiden. Nee, das sieht gut aus. Wir jagen ihn einfach mal ein bisschen. Und wenn ich jagen sage, meine ich, wir fahren Windschatten und Kolonne. Ich würde auch gerne mal wissen, ob die anderen die Aufträge abliefern können oder nicht. So, da war die Aufnahme kurz zu Ende. Ja, ob die anderen Leute die Aufträge abliefern können oder nicht. Ob wir da die einzigen sind, die hier so rum cruisen und eigentlich nicht wissen, wohin sie dann sollen. Aber wie gesagt, wir fahren den Polen da vorne einfach mal hinterher. Und gucken mal, wohin der so fährt. Vielleicht liefert er auch was weg. Weil wir haben ja eigentlich diesen Standard ersten Auftrag-Trailer. Und er hat ja schon was anderes. Er hat ja so ein ne? Was anderes. So, jetzt gehen wir langsam auf die Bremse hier. Da ist ein Deutscher! Lass mal anhupen. Boah, ach du Scheiße, da sind wir ein bisschen stark beladen und kommen hier im, was war das gerade, der 10. Gang, kommen wir hier nicht gut zurecht. Das heißt, einmal runterschalten. Ey, das ist ja schon geil, wenn man jetzt weiß, dass da vorne einer auch drin sitzt und so ein Vollidiot, so ein Trottel wie ich, der LKW spielt, ja, also der LKW fahren möchte. Und auch die Linie einhält und ich blinke jetzt beim Überholen. Also ich mag sowas, ich finde sowas geil. Mag für den einen oder anderen sinnlos erscheinen. Und warum ist der so asynchron jetzt hier? Noch ein Deutscher! Ja, witzig, das mit dem Hupen scheint ja dann wirklich so eine Begrüßung zu sein. Die werden wir auch mal so einhalten. Ja, und wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren hier einfach nochmal geradeaus. Können auch so langsam mal wieder rüberziehen. Er biegt hier eh ab. Sehr schön. So, das heißt, man kann auch so richtig Autobahnsprache dann einführen, ne? Wenn zwei LKW sich überholen. Stand da gerade Radarkontrolle. Ich glaube, ich sollte mal was abbremsen hier. Ist da eine? Das ist eine Maut, glaube ich, ne? Naja, falls... also ich überhole jetzt einen anderen LKW und der überholte LKW gibt dann ein Lichtsignal, dass der überholende LKW weit genug nach vorne gefahren ist und jetzt vorbeiziehen kann, also ist vorbei und kann wieder auf die Spur einwechseln und das retourniert dann der Überholende mit einem Blinker rechts, Blinker links. Sowas glaube ich, oder umgekehrt. Naja, auf jeden Fall irgend so ein Zeichen gibt's da halt, ne? Dann helfen die sich gegenseitig, wissen, wann können sie wieder einscheren nach einem Überholmanöver und dann freut man sich. Das ist so ein bisschen die Autobahnsprache. Und an der nächsten Raststätte steigen dann beide aus und stillen sich gegenseitig die Wurst. So, Bremen, Osnabrück, Amsterdam, fahren wir doch mal hin. Schön Bock auf Urlaub. Und deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir nach Amsterdam, fahren wir zur Nordsee. Da laden wir dann ein bisschen Sand auf, den wir hier hinten natürlich super gut reinkriegen. Und fahren wieder zurück, sodass wir unseren eigenen Strand bauen können. Wir fahren 121, geile Scheiße. Also überholen wird uns so keiner.
Tacho ist auf Maximum Anschlag hier. 130. Und da kommt schon der nächste Gegner. Sehr schön. Das heißt Gegner, aber Mitspieler, Mitfahrer, Mitkontrahent, Verkehrsteilnehmer. So, und hier müssen wir ein bisschen die Spuren schneiden, sonst fliegen wir hier ganz flockig raus. Ich wüsste doch gerne, wie es so mit Mods aussieht. Ob ich überhaupt diesen Low-Blue-Mod aktivieren kann. Oder, ja, vielleicht auch einen etwas leistungsstärkeren Truck dann einbauen kann oder so. Nur so aus Spaß an der Freude. Muss ja jetzt nicht sein, um die anderen zu ärgern. Sondern nur aus Interesse. Ob es geht, ja. Ob ich hier im Winter rumfahren kann und die anderen nicht. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So, hier müssen wir schon aufpassen. Hier geht's auch gleich rechts ab für uns, wenn wir nach Amsterdam wollen. Ich mach das jetzt einfach mal. Wir haben ja eh kein Ziel. Ich denke mal, Amsterdam könnte wohl ein hochfrequentiertes Ziel sein, irgendwie. Ja, und ich hätte es, wie gesagt, nicht gedacht, dass es hier so leer wirkt, weil wir doch eigentlich über 2000 Leute hier auf dem Server haben, wo der Jepp vorhin mal gezockt hat. Da hat er mir geschrieben, dass da 3500 Leute hier auf dem Server sind. Also ich weiß nicht, wie viele da drauf passen. Ist auf jeden Fall richtig abgefahren. Und was steht da vorne rum? Ein LKW, der nicht weiter weiß. Oder vielleicht dem auch der Sprit ausgegangen ist. GER Brandenburger Land. Pass mal auf, da halten wir doch direkt mal nebenan und fragen, ob wir helfen können. So, vielleicht so. Und dann würde ich jetzt gerne meine Warnlichtanlage anmachen. Die habe ich aber leider nicht. So, jetzt machen wir einfach mal hier. So? Ja, er reagiert irgendwie nicht. Ich dachte, er hätte jetzt mal, könnte auch mal hupen oder so und er hätte irgendwie ein Problem, aber scheint nicht der Fall zu sein und deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach mal weiter. Und das ist ja dann auch noch der nächste Schritt, wenn du wirklich liegen bleibst mit einem Problem, kann ja dann einfach der Kumpel kommen, ich gehe mal eben so in diese Ansicht, und dich unterstützen, dir Sprit bringen oder vielleicht mal beim Reifenwechsel helfen, der dann eventuell möglich sein könnte, rein theoretisch. Es ist ja, dank des Moddings, sind ja eigentlich, wenn man sich das so anguckt, kaum Grenzen gesetzt. Ja, also da geht es ja nur um die Kreativität und um die Fähigkeit. Kannst du das modden oder nicht? Und ich kann es leider nicht. Deswegen kann ich hier nur meine Ideen in Internetvideos verbreiten. Wie zum Beispiel eine Schmugglermod. Hatte ich ja auch schon mal vorgeschlagen für Euro Truck Simulator 2. So, und jetzt biegen wir hier links ab und nicht nach Groningen, sondern nach Amsterdam. Ja, Schmugglermod im Sinne von, so, vielleicht auch das richtige Pedal treten. Im Sinne von Grenzkontrolle, beziehungsweise ob man sich, dass man sich halt vor jeder Lieferung entscheiden kann, möchte ich was schmuggeln oder vielleicht bei jeder 20. Lieferung, dass es einem angeboten wird, hier hast du 2 Tonnen Zigaretten, bring die nochmal von Tschechien nach Deutschland. Oder hier hast du dein Heroin, was du ja eh monatlich von uns kriegst, bring doch mal ein bisschen mehr davon, von Tschechien nach Deutschland. Oder von Deutschland nach Pussemuckel, ist ja auch egal wohin und was. Von mir ist auch die gefälschte Turnschuhware, die man dann liefern muss, fände ich auch mal ganz witzig. Und dann halt mit zufälligen Polizeikontrollen, damit es vielleicht nicht so aufwendig ist an der Mautstation, dass du einfach mal zufällig kontrolliert wirst und dir dann einer sagt, ja, tut mir leid, jetzt bist du halt gerade gebumst. Ja, weil du geschmuggelt hast. So, und hier haben wir echt ein paar Leute, die nach Amsterdam wollen. Habe ich mein Tempomat belegt? Ich glaube nicht. Aber alter Schwede, sind wir schnell. Es kommt einem dann schon wieder so ein bisschen unfair vor, ne? Alle anderen fahren hier schön mit normaler Geschwindigkeit, mit 80, 90. Und wir pesen so an denen vorbei. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz leicht vom Gas und reihe mich dann vor denen ein. Müssen wir hier eh schon runter? Nee, Amsterdam ist noch geradeaus. So, können wir? Jawohl. Wurden sie auch mal überholt, ist bestimmt auch noch neu für die, ne? Das ganze Ding gibt es hier seit dem 1. Mai. Und befindet sich halt, wie gesagt, immer noch in der Alpha. Wie man aber auch sieht. So, und Admin ist online. Aha. Oh, was Interessantes. Mehr oder weniger. Naja, es wird auf jeden Fall noch weiterentwickelt, so hoffe ich. Das scheint natürlich eine Heidenarbeit zu sein, weil sich da schon mehrere Teams dran versucht haben, hier so Multiplayer-Mod zu entwickeln. Und dementsprechend groß war auch die Skepsis im Vorfeld, weil es gab ja immer ein paar Gerüchte, ja, hier wurde schon Multiplayer-Mod entwickelt.
hier sind die Beweise, das sind Screenshots, was dann aber gemacht wurde, ist einfach mal, da haben sie zwei Trucks fotografiert, die auch genauso gut vom Computer stammen konnten, beziehungsweise durch den AI-Verkehr dann so generiert worden sein. Und das war einfach klar, dass da jetzt das nicht viel mit Multiplayer zu tun hat. Es gab keine Version, die man probieren konnte, es gab keine richtigen Foreneinträge, es wurden keine richtigen Fakten und Beweise geliefert. Und dementsprechend war die Skepsis dann auch groß für dieses Projekt. Und das hatte ich mir irgendwann mal in die Lesezeichenliste gesetzt, da habe ich letztes Mal geguckt, ich glaube vorgestern oder so, da habe ich gesehen, hä, was? Multiplayer, Download, Alpha? Das probieren wir noch direkt mal aus. Und es scheint ja wirklich zu funktionieren, also ich bin echt schlichtweg begeistert und sprachlos. Allerdings ist es auch nach wie vor Euro Truck Simulator mit herumfahren und diesmal halt bloß im Multiplayer. Ich glaube, ich werde es mal zusammen mit dem Jepp zocken. Da habe ich wohl Böckchen drauf. Und dann machen wir doch mal das ein oder andere Spielchen, Drag-Rennen, was auch immer. Ja, aber nach wie vor ein schönes Spiel, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Optisch sehr schön. Ich habe die Kantenglättungseinstellung noch vorgenommen, weil das wäre mir doch sonst zu hässlich. Und ja, hätte ich vielleicht den Low Blue Mod auch mal wieder reinpacken sollen. Aber es geht ja auch so ganz schön. So, wir geben Vollgas in der Hoffnung, dass wir bald einen kriegen zum Überholen. Und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen Konvoi fahren mit dem. Ach du Scheiße. Hier hat einer arge Probleme. Wow, 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 wow. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich überlege gerade, ob wir anhalten sollen, den Polizisten spielen sollen und den hier zur Rechenschaft ziehen sollen, den alten Engländer, der wirklich meint, er ist hier in England unterwegs. Ach du Scheiße, ey. Das war ganz schön knapp. Da wollte ich mir den Typen links angucken und auf einmal kommt da einer von vorne. So, und jetzt stirbt unser Motor hier ab. If you use dogs to Envoy at Rotterdam, make sure you leave first, especially blah. Dogs meint er damit jetzt hier. Achso, der meint wahrscheinlich die Fähren, ne? Kann das sein? Das muss ja auch alles funktionieren. Das ist schon viel zu beachten, was man hier alles machen muss, damit so ein Multiplayer-Mod erstmal ans Laufen kommt. Vor allen Dingen, wenn es vom Spiel ja gar nicht vorgesehen war. Bin ich auch mal gespannt, ob in naher Zukunft oder weiter Zukunft SES-Software vielleicht doch hingeht und dieses Feature automatisch mit einbindet. Das wäre natürlich der Traum aller Simulationsfans oder aller Eurotruck-Fans. Hier einfach mal mit, wie gesagt, 2.500-3.000 Mann die Karte voll mit Leute und dann fahren auch alle wirklich, wie es sich gehört. Beziehungsweise versuchen alle Aufträge zu liefern, dann passieren natürlich Unfälle und so und da steht hier mal einer rum mit Warnblinklicht. Aber nichtsdestotrotz ist hier Verkehr und der ist halt nicht computergesteuert und den Fakt finde ich schon echt Bombe. Und ich würde gerne mal wissen, wie wir heißen, weil die heißen ja hier alle LZSK, GER, Martin, Schmartin, hast du nicht gesehen. Ich habe meinen Charakter, habe ich Peter genannt. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob wir auch Peter sind hier. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen vom Gas gehen. Hier ist nämlich zu unserer Rechten auch schon Amsterdam. Da hätten wir das erreicht. Oh, oh, und der ist so leicht am Ruckeln hier, der alte Estländer. So, dann gucken wir aber trotzdem mal, wie viel in Amsterdam so los ist. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein hier mit der ersten Episode Euro Truck Simulator Multiplayer. Ich kann es immer noch kaum fassen, eigentlich. So, und hier kann man doch auf Tab auch noch sehen. Jawohl, auf Tab sieht man, wie viele Spieler in der Nähe sind. Und was die auch für einen Ping haben, alles klar. Joshua Goral? Fragezeichen? Was machst du denn hier? Oh, steht da auf dem Randomil auf einmal drauf, wenn ich dann auch drauf bin. So, und wir haben auch leichte Frame-Probleme. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so viele Leute... Oh, da vorne wird kollisioniert. Kollidiert vielleicht auch, ja. Da fahren wir mal hin und dann bringen wir die Framerate hier komplett zum Einbrechen. Und dann war es das auch mit der Folge hier. Erstmal die rote Ampel nicht mitnehmen. Die würde ich gerne noch unterlassen hier. Allerdings, mein Gott, die paar Kröten, die wir dadurch verlieren. Scheiß drauf, Malle ist noch einmal im Jahr. So, und hier ist wirklich was los. Sind wir bei 17 Frames? Ach du Scheiße. Gucken wir uns vielleicht mal an, was hier so abgeht.
machen den auch mal aus, dann machen wir uns noch ein schönes Thumbnailchen hin. So. Und fahren noch ein bisschen weiter vor. Hallo! Meister, ich glaube, der hackt. Naja, schön sieht's aus. Von Chaos keine Spur natürlich. Wo haben wir denn die schöne Ansicht? Da ist die. Ja, ist ja gut. Ich feier schon. Oh Mann. Ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ich schreie mal rum. Tschüss, danke fürs Zusehen. Tschüss.